Moin zusammen, liebe Zuschauer und Leser natürlich auch. Wir sind im PCGA Testlabor und es geht heute ums Thema Pimp My PC. Ihr habt es bestimmt schon gelesen in den vergangenen Ausgaben in unserem Printheft. Heute geht das Ganze mal in ein Videoprojekt rein, denn wir haben die ersten Leser-PCs dann auch bei uns in der Redaktion. Und wir fangen heute an, den PC vom Alex zu pimpen. Das ist dieses schicke Ding hier, das er sich übrigens... Das war mal ein ganz einfaches graues Servergehäuse, das er dann selber bemalt hat, um einfach eben das Ganze ein bisschen individueller zu gestalten. Vielleicht ein ganz cooles Detail ist hier unten das selbst reingemachte Fenster, das über die Jahre zwar ein bisschen gelitten hat, aber auch ein eigenes kleines Logo da noch mit reingefräst hat. Die Hardware ist ein bisschen älter, die da drin steckt. Wir werden es gleich sehen, wenn ich das Gehäuse mal aufmache. Schauen wir uns das gute Stück mal von innen an. Ja, das Fenster, ganz schön fest hier. Und dann hier das Ganze mit Gehäusedeckel zur Seite weg. Ich lege es mal kurz hier runter. Und ja, da haben wir das gute Stück. Wie man sehen kann, herrscht hier ein ziemliches Chaos. Ein bisschen verstaubt ist das Ganze auch. Hier haben wir eine etwas ältere Grafikkarte, eine 560 ist das noch von Zotac, wo hier offensichtlich auch schon der Plastikkühler, die Abdeckung, die wir mal hatten, fehlt. Aufgrund von Temperaturproblemen. Hier haben wir noch das Netzteil und hier drunter steckt dann die ebenfalls recht betagte CPU. Und um noch für etwas Abluft zu schaffen, steckt hier vorne ein, besser gesagt, liegt ein Lüfter drin, der zwar für ordentlich Luftvolumen sorgt, aber ich glaube, das können wir in Zukunft eleganter lösen. Die Laufwerke haben wir hier oben im Schacht drin. Das Blu-ray-Laufwerk, eine SSD hat der liebe Alex sogar schon. Und noch eine reguläre Festplatte als Massenspeicher und Datengrab. Aber ich befürchte trotzdem im Großen und Ganzen, da werden wir mit einem Neuaufbau beginnen müssen, anstatt dass wir hier nochmal punktuell aufrüsten. Werfen wir doch mal einen Blick drauf, was wir dir alles an neuer Hardware reinschmeißen können und was wir von deinem alten System noch übernehmen können. Ja, wir hatten großes Gehäuse, viele Komponenten, aber viel übrig geblieben, ist dann letztlich nett. Die SSD und das Blu-ray-Laufwerk und das war's dann eigentlich auch schon. Und der ganze Rest für deinen neuen Rechner, der steht jetzt da drüben. Dann fangen wir mal an mit der Basis dafür. Ich muss mal kurz die SSD zur Seite legen. MSI war so nett und hat uns das Mainboard für dich gesponsert. Das wird die neue Basisplatine für dein neues System. Da kommt dann folgende CPU hier drauf. Die hat uns netterweise Case King zur Verfügung gestellt. Das ist ein Intel Core i5 von 496. Der ist top schnell, brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen. Selbst aktuelle Spiele werden damit in maximalen Details absolut flüssig laufen. Da spielt natürlich auch die Grafikkarte eine Rolle. Die kommt ebenfalls von MSI. Eine 79, wie unsere Leser wissen, ist das der Preis-Leistungs-Brüller aktuell. Für ungefähr 300 Euro bekommt man richtig Top-Spitzenleistung und das bei einem niedrigen Energieverbrauch auch noch. Klickt sich auch extrem gut immer bei uns auf der Webseite. Also wer gerade auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte ist, der sucht meistens nach einer 79. Und du darfst dich jetzt dann auch schon bald Besitzer einer solchen nennen. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich aber auch noch mit Strom versorgen. Dank Enermax müssen wir uns da auch keine Gedanken machen. Wir haben das Revolution XT als Netzteil ausgewählt. Das hat 730 Watt. Das ist absolut ausreichend für die Grafikkarte, die CPU und alles andere, was in deinem Rechner dann drin steckt. Leise ist es außerdem, also nervt auch nicht im Eilebetrieb mit zu hoher Lautstärke und selbst beim Zocken bleibt das Ganze noch angenehm leise. Leise und kühl muss der Rechner natürlich immer sein, also gehen wir dann auch noch direkt weiter. Ja, die CPU-Kühlung, das ist eine Kompaktwasserkühlung von Enermax, die LickTech 240, die haben wir auch mal getestet. Wer sich das Ganze nochmal anschauen will, sucht einfach mal auf der PCGH-Seite danach. Das ist ein 240er Radiator mit einer integrierten Pumpeneinheit. Sehr leistungsstark von der Kühlleistung her und je nachdem, wie man die Lüfter einstellt, auch ziemlich leise. Die kann man nämlich in drei verschiedenen Stufen einstellen. Falls du also mal mehr Kühlperformance brauchst beim Übertakten oder so, dann einfach die Lüfter schneller drehen und fertig. Und wenn du es dann ganz leise haben willst, dann einfach die Lüfter auf eine niedrige Geschwindigkeit runterregeln. Deine SSD von OCZ, die wir eben gesehen haben, ist schon ein ganz guter Anfang, aber 120 GB sind dann so langsam doch ein bisschen knapp, wenn man sich anschaut, dass aktuelle Spiele teilweise 40, 50 GB Festplattenplatz brauchen. Und deswegen kommt ebenfalls von Case King noch dazu die Crucial MX100. Das ist eine 256 GB SSD in diesem Fall.
auch ausreichend Platz für deine Lieblingsspiele und natürlich das Betriebssystem. Du hattest einen ziemlich großen Tower, hast also offensichtlich großen Platzbedarf in deinem System für ausreichend Frischluft, und viel Platz ist auch in deinem neuen Gehäuse gesorgt. Das ist ebenfalls von Enermax, dieses Tormax Giant, also die große Variante davon. Hier oben drin ist absolut problemlos Platz dann für die große Wasserkühlung. Hier vorne sind dann nochmal viele Anschlussmöglichkeiten dran. Und du freust dich sicherlich auf deine neue Hardware, und deswegen darfst du dann auch immer wieder mal einen Blick drauf werfen. Ich drehe das Gehäuse mal ein bisschen. Und wie wir sehen, gibt es hier ein großes Seitenfenster, auch noch mit einem Lüfter nochmal für zusätzlich Frischluft. Und so hast du dann immer den optimalen Blick auf deine Hardware und kannst dich an deinen neuen Komponenten erfreuen. Ich mache mich mal ans Basteln.